Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, nach dem ersten GTA-Teil, den ich vor irgendwann mal gefühlt 12 Jahren mal gespielt habe, ja, kommt jetzt der nicht Nachfolger, nein, sondern ein kleines Add-on, ein Mission Pack, was damals für die PlayStation auch rauskam. Eine kleine Besonderheit gibt's hier, und zwar normalerweise war es, als es damals neu rauskam, also das GTA London 1969, ne, da sieht man auch schon direkt, wo das spielt und in welchem Jahr, als es damals rauskam, war es Voraussetzung, dass man... Oh, die Mucke ist ganz cool. Aha, ne. Da war es auf jeden Fall, Voraussetzung, dass man das Originalspiel hat, um überhaupt dieses Mission Pack spielen zu können. Ich weiß nicht, was sich Rockstar Games damals gedacht hatte. Ne, damals war es ja, glaube ich, noch DMA Design. Wurde er hinterher zu Rockstar umbenannt. Ich glaube, das haben sie auch hier aktualisiert, dass da hier schon das Rockstar-Symbol drin ist. Und, ja, das war auf jeden Fall Voraussetzung, warum die das gemacht haben. Gute Frage. Wahrscheinlich, um die Absatzzahlen des Originalspiels nochmal schön nach oben zu ballern. Ich habe jetzt hier aber die Collector's Edition für PlayStation 1, wo GTA 1, GTA London und GTA 2 enthalten sind. Meine Version hat leider keine Karten. Das ist ein bisschen kacke. Wir werden auch mal schauen müssen, wie wir hier vorankommen, ohne dass wir möglicherweise die Karten extra ausdrücken müssen. Aber gut, da kriegt ihr ja nicht viel von mit. Jedenfalls war damals ziemlich cool, weil ich habe den ersten Teil so hart gesuchtet, ne? Und dann ein Kollege von mir natürlich auch, ne? Also damals mein bester Freund, oder einer meiner besten Freunde. Das ist nicht der Alex, sondern so ein anderer Typ aus Kaiserslautern, den ihr noch nicht kennt. Und der erste hat halt nur mit Cheats gespielt und wir haben es niemals geschafft, das normal durchzuzocken. Auch im Let's Play habe ich das, glaube ich, das erste Mal wirklich so komplett durchgezockt, dass ich alle Missionen ohne Cheats geschafft habe. Das Spiel hier hingegen, das haben wir, ich glaube, mal abends gezockt, ein paar Missionen, morgens weitergespielt und dann war das Spiel durch. Hier gibt es auch nicht viele Missionen. Ich habe gestern schon eine Aufnahme gemacht, nur vielleicht hört ihr es noch. Also erstmal, wir haben heute den 8.1. um 7.05 Uhr. Ich habe heute noch nicht viel gesprochen und ich bin noch ein bisschen erkältet. Gestern habe ich aufgenommen. War absolut im Krankheitsdelirium. Ich hatte zwar kein Fieber, aber ich habe auch gestern, der Tag war voll für den Arsch. Weil ich wollte eigentlich voll viel zocken und so, ne? Und Wohnung sauber machen. Und ja, ich hab dann Staub gewischt und aufgeräumt. Da habe ich einfach 2,5 Stunden für gebraucht, weil ich normalerweise die komplette Wohnung für brauche. Weil ich nur immer Pausen machen musste. Habe ich dann mittags nochmal pennen gelegt, 2 Stunden. Und nein! Jetzt kommt eine Demo, weil ich zu lange nichts gemacht habe und zu viel gelabert habe. Scheiße. Ja, und dann hatte ich gestern eine Gaming-Session für Dying Light, dass ich da endlich auch mal Platin bekomme. Das habe ich auch erfolgreich geschafft, aber ansonsten nichts, weil ich bin gestern um 8 Uhr einfach weggepennt und heute um 5:30 morgens aufgewacht. Alles war noch an, Playsy war noch an, Fernseher war noch an, im Hintergrund lief Wrestling. Ah, schön, ja. Jetzt geht es mir wieder einigermaßen, ich habe aber trotzdem noch ein bisschen Husterei und so, aber hier zieht gerade schon ein leckerer Hustentee von DM, ne? Werbung an dieser Stelle, der ist sehr gut, echt. Und ich freue mich schon, wenn er durchgezogen ist und ich ein bisschen meinen Hals etwas damit schonen kann. Ich habe nicht mal meine Kalzone, die ich mir gestern bestellt habe, aufgegessen. Und da muss ja schon heißen, wie krank ich bin. Okay, auf jeden Fall GTA London. Ihr habt es ja gerade schon kurz gesehen. Von der Grafik her, vom Gameplay her, eigentlich genauso wie das alte GTA. Da verliere ich jetzt auch nochmal ein paar Worte zu. Hier ist mal die Option, vielleicht... oh, Vibration mache ich natürlich an. Also im Endeffekt, es ist jetzt nicht so wie die neueren GTA-Teile, dass es hier einen Story-Mode gibt und dass man da eine krasse Story hat und man sich denkt, oh mein Gott, geile Charaktere und so ein Kram. Sondern das Ziel eines jeden Levels ist es, in diesem Spiel, genauso wie im ersten Teil, eine bestimmte Punktzahl zu erreichen, was, denke ich mal, gleichzusetzen ist mit einem Geldwert. Punkte bekommt man durch alle möglichen Sachen. Also im Endeffekt, ich könnte eine Mission schaffen, ohne eine einzige Mission zu erfüllen. Solange ich die Punkte erreiche, in irgendeiner Form. Und da gibt es halt, man kann Autos verkaufen, man kann Autos stehlen einfach. Durch Unfälle kriegt man Punkte, man kriegt durch Ermordungen Punkte, ne? Kontrovers, kontrovers. Und es gibt aber schon, also es macht schon Sinn, Missionen zu machen, weil dadurch kriegt man nämlich Punkte-Multiplikatoren. Ansonsten würde das einfach 400 Jahre dauern, bis man mal eine Mission geschafft hat. Aber das werden wir gleich alles im Spiel sehen. Der Unterschied hierzu nur, was damals auch für die damalige Zeit relativ doch innovativ auch war. Erstmal ein Add-on, also kein DLC, ne? Damals hießen die Klamotten noch Add-ons. Wie es damals auch für Command & Conquer rauskam, dass es dann eine komplett neue Kampagne gibt und so mit neuen Einheiten, allem drum und dran, war damals der Shit. Das hier ist genauso. Es gibt hier neue Fahrzeuge, es gibt zeitgemäße Fahrzeuge aus dem Jahr 69. Der Soundtrack, wie ihr schon hört, ist gleich. Und es ist natürlich auch alles auf London gemünzt. Inwiefern London in diesem Spiel jetzt der Realität entspricht, das wage ich nicht zu beurteilen. Ich war noch nie in London. Aber der Linksverkehr ist schon mal da. Und da werde ich mich erstmal dran gewöhnen müssen. Aber okay, gut. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Ich habe den Spielstand ja schon gemacht.
also von gestern den, da hatte ich 2 Missionen geschafft. Es gibt hier nur 4 Missionen. Ich würde heute gerne 3 Missionen spielen. Weil es mir halt ein bisschen besser geht, dann kann ich auch mal 2 Stunden aufnehmen. Gestern war nur eine Stunde. Dann machen wir ein neues Spiel. Gucken wir erstmal, wen wir nehmen. Wir haben einmal Sid Vacant, Maurice Kane, Rodney Morash und Charles Jones. Ich hatte gestern auch den Charles Jones gewählt. Weil er halt so ein bisschen Jesus-mäßig aussieht und so ein bisschen Hippie-mäßig aussieht. Der sieht aus wie John Lennon. Aber da habe ich gestern auch schon erwähnt, die Spiegelung in der Brille. Der Hauptsache, alles muss so ein paar schwarze Striche, ne, um sein Aussehen darzustellen, aber Hauptsache die Spiegelung in der Brille ist da. Maurice Kane und Sid Vacant. Ich finde den Jesus eigentlich am coolsten, ne. Weil, also das unterscheidet sich nicht, das ist scheißegal, wenn wir nehmen. Aber wir werden ihn nochmal umbenennen. Wir nehmen, huch. Ups, mein Fehler. Es gibt ja übrigens auch Cheats, also würde ich jetzt hier irgendwelche Namen eingeben, bestimmte Namen, dann würde ich wahrscheinlich auch wieder unendlich Waffen bekommen und Leben. Ich guck gerade, oh mein Gott, ich habe gerade gedacht, ich hätte das Stummschalten meines Mikrofons hier ausgestellt. Hat aber alles funktioniert. Wäre natürlich wieder geil gewesen. So, auswählen. Wir haben, wo wusste ich denn vor, dass es 4 Missionen gibt? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ah, da hier rechts, Zug zu Scores, genau. Boys Will Be Thieves ist nur eine Intro-Mission, die ist pipi einfach. Auch wenn ich da gestern festgenommen worden bin. Mods and Sots hatte ich gestern geschafft und heute würde ich mich noch gerne an Chelsea Smile wagen. Das Problem an den GTA-Spielen ist nämlich schlicht und ergreifend Big Ben. Ist der Big Ben, genau. Nein, in den alten GTA-Spielen, die Missionen dauern mega lange. Also sie können mega lange dauern, je nachdem wie wir halt spielen. Wenn wir viele Multiplikatoren haben, geht es natürlich schneller. Aber es dauert lange, weil wir können nicht speichern. Das heißt, ich muss entweder sagen, okay, ich zieh's durch oder okay, ich fange morgen von vorne wieder an. Und das ist halt ein bisschen kacke. Das wird im zweiten Teil anders sein. Da kann man speichern gegen Geld. Wenn du dich ein bisschen amüsieren willst, geh ans Telefon in Nordost Chelsea. Jo, das ist das, ja, Interface, so will ich es mal nennen. Oben rechts die 0. Das ist unsere Punktzahl. Wenn wir hier reingehen, sehen wir, wir haben ein Missionsziel. Das ist halt die Intro-Mission. Kein Secret. Gibt's hier auch nicht. Kein Punkteziel. Ja, okay. Ach ja, stimmt. Genau, wenn ich Kreis drücke, passiert dies. So, unser Charakter sieht genauso aus wie im ersten Teil. Wir haben noch keine Waffen. Aber ich gehe jetzt nochmal kurz oben rechts auf die Ecke ein. Wir sehen... Ihr seht da was Grünes. Ich habe die Testergebnisse zurück. Es ist deins. Okay, super. Das freut mich natürlich. Nein, da seht ihr was Kleines Grünes. Ich weiß nicht, ob es auf der Qualität her zu erkennen ist des Videos. Da steht x4, also mal 4. Das sind meine Leben. Und das da drunter, das Gelbe, da steht x1, bedeutet mal 1. Das ist mein Multiplikator. Ich habe momentan noch keinen, weil ich keinen eingesammelt habe. Multiplikatoren kriegt man, indem man entweder Missionen erfolgreich abschließt. Es liegen aber auch einfach welche rum und es gibt ja noch bestimmte Amokläufe. Ich weiß nicht, ob die mir uns jetzt nur ein Leben geben oder auch einen Multiplikator. Das wird sich zeigen. Da ist ein Polizist. Ja, Linksverkehr, also wir können hier fahren, wie wir wollen. Nur bei Unfällen sind, glaube ich, auch schon ein bisschen allergisch, die Polizisten. Aber ist okay. Mit X laufen wir nach vorne. Ne? Da müssen wir halt Panzersteuerung. Telegramme. Das Kommunikationsmittel der Zukunft. Achso, okay. Auch nett, ne? Schön auch zeitgemäß, ne? Telegramme. So, dann haben wir Dreieck. Das wäre dann rückwärts laufen oder im Auto halt rückwärts fahren. X ist halt Gas geben im Auto. Viereck ist ins Auto einsteigen. Ui! Und Kreis ist Waffe schießen oder was man auch immer gerade in der Hand hat. Machen. Du hast doch sicher schon von den Quiz-Zwillingen gehört, nicht? Sie wollen einen Mod-Scooter für ihre Mutter. Was heißt, dass du einen willst? Also besorg dir einen im Zentrum von Chelsea und dann sehen wir ja, ob du was kannst. Oh mein Gott, ich muss niesen. Okay, alles klar, ich bin soweit. Auch schön hier direkt ein Mini, ne? Das Schlimme ist, ich merke jetzt schon, meine Nase ist zu. Jetzt habt ihr es auch gehört. Ich habe auch gehört, man soll sich nicht die Nase putzen, sondern man soll eigentlich lieber hochziehen, dass dann über den Rachen weggeht. Weil sich ansonsten wahrscheinlich irgendwie unten im Bereich der Nase die ganzen Bakterien oder sowas sammeln. Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach weder das eine noch das andere. So, hier ist das Scooter. Also Motorräder gibt es ja auch. Und da habe ich nämlich gestern das Problem gehabt. Der kann... Also das ist für mich total ungewohnt. Ne? Der kann nur von rechts irgendwo aufsteigen. Bring den Scooter zu Harold Cartwrights Wohnung im Südosten von Mile End. Wenn du ihm gefällst, hat er vielleicht was für dich zu tun. Und die Polizei sucht mich mit 2 Köpfchen. Da oben die beiden labernden Polizeitypen. Die übrigens jetzt auch den britischen Hut haben, ne? Den britischen... Oh, fuck. Polizeihut. Finde ich ganz nett, auf jeden Fall, dass sie auf solche Details geachtet haben. Das ist auf jeden Fall meine Fahndungsstufe. Es gibt, glaube ich, insgesamt 4. Und je höher, umso eher sind sie dran, mich ranzubringen. 2 bedeutet, sie suchen auf jeden Fall schon aktiv nach mir. Und es geht leider auch nicht von alleine weg. Oh mein Gott, der Scooter ist so lahmarschig. Der gelbe Pfeil, dem ich hier gerade folge, ist natürlich unser Missionsziel, wo wir hin müssen. Punkt. Ja.
Auf jeden Fall generell die GTA-Reihe, gerade die alten Teile, die bestachen jetzt nicht unbedingt durch super technische Grafik oder sonst irgendwas. Waren auch relativ anfällig, was Abstürze angeht. Aber ich erzähle gleich weiter. So, aber ich habe meine Mission jetzt geschafft. Gut gemacht, die Christen sind sehr zufrieden. Sie haben Harold gesagt, er soll sich um dich kümmern. Und wenn einer von den Zwillingen furzt, frag Harold, ob er ein neues Rasierwasser hat, wenn du weißt, was ich meine. Okay. Beenden wir erstmal die Mission, dann erzähle ich gleich nochmal ein bisschen was weiter über die Geschichte und die Achievements von GTA, zumindest die alten Teile. So wie ich das zumindest empfunden habe. Listen, we're looking for a lad who carries stuff. I've heard a bit tasty. Don't mean around or get a slap. Remember, I'm the monkey and you're the cheese grater, so no messing around. Okay, auch jetzt habe ich kein Wort verstanden. Ich habe mir jetzt echt Mühe gegeben. Ich habe den Fernseher gerade extra ein bisschen lauter gemacht. Aber gut, ich hoffe mal, es gibt irgendwo im Internet ein Skript, wo drin steht, was in den Sequenzen erzählt wird. Tolle Arbeit, deine Mama wäre stolz auf dich. Okay. Aber die Mucke ist cool. Oh mein Gott, habe ich die Verzögerung rausgemacht von meinem Mikrofon. Eieiei, ich hoffe es mal. Okay, da sind auch sogar schon ein paar Spielstände in meiner Memory Card. Daher stimmt, das dauert so lange. Was sind denn für Spiele? Ich weiß gar nicht. Also hier ist Ehrgeiz, das ist klar. Also Ehrgeiz aus meinem Blitzkoller kennt ihr vielleicht. Was das ist? Ich glaube, das ist Alien-Trilogie. Kann das Alien-Trilogie sein? Ich weiß das nicht. WWF Attitude haben wir hier, dann hier Resident Evil. Da geht ja London, der Spielstand von gestern. Das ist, keine Ahnung. Das ist Point Blank auf jeden Fall. Und das, was ist das denn? SP. Was kann das denn sein? Weiß ich nicht. Ich glaube, das hier dürfte, Waystorm sein und was... Ich kann nicht mal erkennen, was das darstellen soll. Egal, wir überschreiben einfach mal den alten Spielstand. Jo. Jo. Nee, aber bei GTA, was da halt so geil ist, ist halt wirklich das Gameplay gewesen. Also es gab damals in der Zeit, 99 kam das Spiel hier raus, und der erste Teil sogar schon 97. Es gab... Nächste Mission. Es gab kein Spiel, wo es so viele Freiheiten gab, wo es so viele Wege gab, das Ziel zu erreichen. Und dass man halt jegliche Freiheiten hatte. Man konnte machen, was man will, und es hat trotzdem was gebracht, ne? Also es ist halt in Anführungsstrichen ja auch ein bisschen Open World. Weil man hat halt immer eine Map, worauf man sich halt austoben kann. So einen kleinen Spielplatz, ne? Und was aber kacke war, die PlayStation buffert die ganze Zeit die Level und die Autos und so ein Kram, ne? Und das ist sehr abstürzungsanfällig. Richtig, Harold hat mir erzählt, dass die Mods anfangen, den Crisps auf den Geist zu gehen. Nimm den Anruf in Südwesten der City entgegen und mein Kumpel, der schöne Charlie, wird dir sagen, wie du vorgehen sollst. Okay, dann tun wir das nochmal. So, wir können auch hupen. Da. Miep. So, jetzt sind wir schön im Renault. Ui, da oben ist eine Waffe. Ach stimmt, hier gibt es noch die ganzen Informationsboxen. Jetzt haben wir erstmal schon mal eine Knarre, die ist ziemlich scheiße. Ich hatte auch gestern echt Schwierigkeiten mit dem Zielen. Lauf über die Informations-Power-Ops, um Hilfe und Tipps zu bekommen. Oder geh zum Arzt. Okay. Ich hatte auch gestern hier einen Panzer gefunden. Den habe ich allerdings nicht verwendet, weil in der Regel bin ich nach so einer Panzer-Action tot. So. Zertrümmere die Holzkisten, um an Waffen und Power-Ups zu kommen. Okay. Huch, jetzt habe ich geschossen aus Versehen. So, ich habe gestern bei rechts begonnen. Ich werde jetzt aber links beginnen. Ich glaube, das ist auch die richtige Reihenfolge. So. Hallo Süßer, Harold hat gesagt, du sollst mit Keith reden. Er ist deine Kontaktperson für diesen Job. Er wohnt drüben im Nordwesten von Bow. Okay. Also in der Regel, die erste Mission besteht auch fast nur aus, also nicht unbedingt aus gefährlichen Missionen. Folge dem Pfeil, um zu deinem Ziel zu gelangen. Es wäre mega nervig, wenn ich meinen Multiplikator verlieren würde, weil es dann einfach unnötig lange dauern würde. Gestern habe ich es geschafft, kein einziges Mal zu sterben oder festgenommen zu werden. Was auf jeden Fall eine tolle Sache ist. Aber irgendwo, ich hatte einen Multiplikator noch irgendwo in der Wildnis gefunden. Komm, hau ab, hau ab! Ich möchte jetzt natürlich nicht die Polizei direkt auf mich aufheizen. Aber gut, wenn es so ist, dann ist es so. Ach, es geht mir doch nicht auf den Keks. Du musst meine Tochter schwängern, heiraten. Okay, dann muss ich das wohl tun. So. Hallo, Herr Kontaktperson. Was geht? Harold hat eine schöne Ecke Speed, um diese Mods anzulocken. Und leider hat dieser Dieb von Shorty ihm seine Purple Hearts gestohlen. Hol die Karre Northwest Angel ab und finde den Idioten. Gestern war zum Beispiel eine Sache, da ist eine Mission, die war ein bisschen verbuggt. Also die konnte ich nicht beenden, weil das neue Ziel nicht getriggert wurde. Das war schon relativ schlecht. Und nervig vor allem. Dab, dab, dab. Ah, die Mucke ist schon echt cool. Ja, ich wollte euch das nur nicht halt ohne Gamesound machen, deswegen auch die erneute Aufnahme. Mein Fieber war mir da eigentlich relativ lang. Ja komm, geh. Bei Park war es? Weiß ich gar nicht, ey.
Ach, guck mal, das ist die Karre. Komm schon mal direkt hin, hindingeln, hindackeln. Aber halt ohne Sound mit den Sequenzen und so ein Kram. Chucky ist irgendwo in Soho. Wenn du ihn findest, verpasst du mir den Tracht Prügel und quetsch ihn aus, wo die Drogen sind. Die Drogen. Ja, sieht man schon, ne? Oben Polizei direkt wieder am Start. Muss ich ein bisschen aufpassen. Aber noch habe ich ja nichts, was ich verlieren kann, außer die Mission. Also, auch das muss ja nicht sein. Also Fahren macht hier schon Fun, muss man sagen. Ist halt nur schwierig. Also die PC-Version ist, glaube ich, um einiges cooler. Okay, ich packe erstmal meine Waffe weg. Mit L2 kann man die Waffen wechseln. Wenn ich keine Waffe an der Hand habe, kann ich ihn aufs Maul hauen. Bam! Was soll das? Verschwinden, Harrys Drogen? Die müsste ich in einem Busch neben meinem Gebäude in Nordwest Soho wegschmeißen, weil die Bullen überall waren. Ehrlich? Ich glaub dir ja. Ich glaub dir ja. Es gibt auch noch verschiedene Power-Ups. Jetzt haben wir ja schon mal ein Maschinengewehr bekommen und eine Pistole. Und was ist das? Ein Maschinengewehr ebenfalls. Aber kann nur maximal 99 Schuss haben. Und deswegen kann ich das jetzt nicht mehr einsammeln. Aber es gibt ja auch so Gefängnisfreikarten. Es gibt hier Panzerung. Was eine ganz tolle Sache ist. Okay, ist ja überhaupt nicht auffällig hier, wa? Ich muss hier weg. Ich hoffe, ich komme mal wieder ins Auto rein. Unglaublich, Chucky hat nicht gelogen. Gut, aber wir reden immer noch zu viel. Harry hat die Schnauze voll von ihm. Ich komme nicht mehr ins Auto. Ha! Na, lustig, okay. Plan B. Ich muss ihn da kurz wegschieben. Dafür brauche ich ein anderes Auto. Da, komm hier, nimm mal den Beetle. Schön vom Polizeirevier direkt, ne? Der Karre klauen, so muss das sein. Das ist GTA-like. Komm, einmal da weg, bitte. So, das müsste jetzt funktionieren. So, man kann auch mit R1 über den Wagen so drüber springen. Entschuldigung. Ah, das war gestern noch, aber noch viel extremer mit der Husterei. Und die kommen immer so plötzlich, die Hustenanfälle. Ich soll jetzt umlegen, ne? Habe ich richtig verstanden. Kann ich von mir aus machen. Gerne doch. Also in der Regel ist es auch immer sinnvoll, bevor man die Mission startet, sich da erstmal so ein bisschen anzufreunden, beziehungsweise die Karte abzuchecken. Harold denkt, dass wir keine Fehler mehr machen dürfen, wenn uns die Zwillinge mit mehr Respekt behandeln sollen. Chucky hat einen Fehler gemacht. Geh zu Chuckys Pub in West Soho und wir sagen dir dann, wie du vorgehen sollst. Okay. Jetzt haben wir schon Entfernungsstufe 3 bei der Polizei. Ich würde ja gerne die 4 auch nochmal provozieren. Oh, was ist da? Oh, fuck. Ist das mein Wagen gleich Schrott geht? Die können natürlich auch explodieren und kaputt gehen. Da brauche ich euch nichts zu erzählen. Aber heute sind die Straßen erschreckend frei. Gestern hatte ich da viel mehr Stress. Ah, was ist das? Was ist das? Ah, eine Pistole. Brauche ich nicht. Oh, Scheiß. Ins Wasser sollte man auch nicht fallen. Also bestenfalls. Ich check hier gerade wirklich nur schon mal ein bisschen die Map mit ab. Oh, das hier ist ja zum Beispiel bestimmt was Tolles. Ah, eine Pistole. Leck mich, echt. Oh, Entschuldigung. Okay, jetzt haben wir Fahndungsstufe 4. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Oh, shit. Also das Gute ist bei Fahndungsstufe 4, beziehungsweise das Gute ist jetzt,